Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Kachelmann-Wetter an diesem Pfingstmontag. Wir schauen auf das Wetter in dieser ersten Juniwoche. John Fabian hat es ja in den letzten Tagen schon erwähnt. Es ist einiges los. Es wird sommerlich warm in Deutschland werden. Ich habe der Hochdruckeinfluss der letzten Tage und Wochen, der baut sich schnell ab. Und das heißt, schon ab dem Mittwoch und dann auch am Donnerstag sind örtlich kräftige Gewitter möglich. Wir schauen uns die einzelnen Tage an, beginnen mit dem morgigen Dienstag. Da ist es so, es gibt verbreitet sonniges und sommerliches Wetter. Temperaturen steigen im Vergleich zum heutigen Pfingstmontag sogar noch etwas an, liegen dann meist über 25 bis 30 Grad. Etwas wolkiger ist es im äußersten und Osten und Südosten des Landes. Da macht sich noch so ein Höhentief über Osteuropa bemerkbar. Da kann es dann zum Nachmittag mal ein paar dickere Quellwolken so von Berlin östlich davon bis zur Lausitz geben und sich einzelne Schauer vereinzelt vielleicht auch mal ein kurzes Gewitter entwickeln. Dort sind die Temperaturen dann mit 22 bis 24 Grad nicht ganz so hoch. Schauen wir dann auf den Mittwoch. Auch dort gibt es sommerliches Wetter, Sonnenschein, aber die Luft wird insgesamt ein bisschen feuchter. Es bildet sich so eine Tiefdruckrinne über Deutschland aus. Die fördert so ein bisschen die Wolken, die Quellwolkenbildung und es kann halt im Tagesverlauf örtlich kräftige Schauer und Gewitter geben. Die werden nicht jeden treffen. Das wird keine Kaltfront sein, die einmal mit Gewittern durchzieht. Das werden lokale Ereignisse sein. Für viele verläuft dieser Mittwoch auch trocken und sommerlich warm und sonnig. Aber ein Schwerpunkt lässt sich jetzt schon so ein bisschen ausmachen. Das wird wahrscheinlich zum einen der Nordwesten des Landes sein, also so von der Wesermündung übers östliche Niedersachsen bis nach Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, auch in Rheinland-Pfalz eventuell noch so ein Schwerpunkt. Wo weniger an Sachen Gewittern passieren wird, ist wahrscheinlich im äußersten Osten. Das heißt so von Rügen-Usedom bis zur Lausitz, auch südlich der Donau, nur vereinzelte Gewitter, sowie ganz im Westen, auch dort Richtung Niederrhein, Münsterland, Emsland, wahrscheinlich die Schauer- und Gewitterneigung relativ gering. Höchstwerte liegen dann so bei 25 bis 30 Grad. Ich verlinke euch mal die signifikante Wetter für den Mittwoch auch hier in den Infokarten. Da könnt ihr die Modelle mal vergleichen. Alle 6 Stunden werden ja in der Regel neu gerechnet und mal gucken, wie die neuesten Entwicklungen dementsprechend aussehen. Gucken wir dann auf den Donnerstag. Ja, die Großwetterlage verändert sich noch ein bisschen. Wir haben diese Tiefdruckrinne, die habe ich schon angesprochen, ein Tief, was sich so schwerpunktmäßig dann so über Dänemark entwickeln wird. Und dazu gehört eine Kaltfront, die wahrscheinlich dann von Nordwesten her aufziehen wird. Vor dieser Front, da kommt nochmal ein Schub feuchtwarmer, schwülwarmer Luft in den Osten des Landes. Hinter der Front fließt in den Nordwesten dagegen schon deutlich kühlere Meeresluft ein. Das bedeutet für den Donnerstag schwerpunktmäßig in der Osthälfte des Landes die Gefahr von zum Teil kräftigen Gewittern mit ergiebigen Regenfällen. Schwerpunktmäßig wird das dann so von Schleswig-Holstein über Sachsen-Anhalt, Thüringen bis in den Süden des Landes sein. Diese Gewitter werden sich dann nach und nach auch in Richtung polnische Grenze verlagern. Wahrscheinlich dann im äußersten Nordosten Rügen-Usedom noch längere Zeit sonnig. Später kommen dann auch dort die Gewitter auf. Im Westen des Landes, da ist der Wind oder hat der Wind schon auf Nordwest gedreht. Kühlere Meeresluft ist eingeflossen. Temperaturen dann meist schon unter 20 Grad und dort ist entsprechend die Unwettergefahr nicht so groß. Es wird wahrscheinlich ein paar Schauer geben, aber auch zwischendurch ein paar sonnige Abschnitte. Gucken wir uns dann nochmal zwei 14-Tage-Trends an. Ich habe mich zum einen für Friedrichshafen am Bodensee entschieden. Wir sehen die sommerlichen Temperaturen am Dienstag und Mittwoch. Am Donnerstag dann die aufkommenden Gewitter. Tja, was danach passiert, das ist komplett unsicher. Wir sehen diesen wahnsinnig großen Unsicherheitsbereich. Es ist überhaupt noch nicht klar, ob sich die kühlere Luft bis in den Süden des Landes ausbreiten wird, dort durchsetzen kann oder ob die feuchtwarme Luft dort eventuell bestehen kann. Dann gucken wir nochmal auf einen 14-Tage-Trend für Lüneburg. Hier sehen wir auch zunächst die sommerlichen Temperaturen. Dann am Donnerstag hinter der Kaltfront geht es schon deutlich runter mit den Temperaturen. Auch dann ist der Unsicherheitsbereich in der zweiten Wochenhälfte relativ groß, aber nicht ganz so groß wie in Friedrichshafen. Hier ist die Wahrscheinlichkeit doch deutlich größer, dass es dann zum Ende der Woche mit Temperaturen von unter 20 Grad im Bereich kühlerer Meeresluft relativ unbeständig weitergehen wird. Wir halten euch entsprechend dieser sommerlichen Wärme und der Gewitter auf dem Laufenden. Ich wünsche euch noch einen schönen Pfingstmontag. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, morgen früh in aller Frühe wieder. Ciao.